Liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Shadowlore. Ja, dieses Video mache ich anlässlich dessen, dass meine schwierige Zeit, die ich jetzt durchleben musste, durch den Tod von meinem guten Freund, den Killerbot 3000, der ebenfalls hier auf YouTube Let's Player war, soweit überstanden habe. Und ich mich bei allen Leuten bedanken möchte, die in der Zeit mir beigestanden haben und meinem Kanal treu geblieben sind. Ja, wie gesagt, der Körper 3000 war ebenfalls ein Let's Player auf diesem Kanal, der ich halt sehr gut kenne. Der hat mich halt mehr oder weniger dazu inspiriert, Let's Player zu werden und der auch tatsächlich unterstützt hat. Deswegen hat mich das halt auch besonders getroffen. Aber wie gesagt, ich bin soweit wieder drüber hinweg und ich denke mal, dass Montag, jetzt am nächsten kommenden Montag, wieder Videos kommen werden. Ja. Also wie gesagt, zuerst möchte ich mich bei all meinen euch zu bedanken, meinen Abonnenten, die mir treu geblieben sind und sogar diejenigen, die da hinzugekommen sind, was mich sogar ein bisschen wundert, ehrlich gesagt. Ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass wenn ein Let's Player eine Pause macht, dass dann einige Leute, dass dann halt alle Leute wirklich da bleiben und halt wirklich so neu hinzugekommen. Ich finde es alles anders selbstverständlich und deswegen möchte ich mich bei euch bedanken. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei allen Leuten, die regelmäßig meine Videos schauen, vor allem regelmäßig Kommentare schreiben. Und ich möchte vor allem jetzt auch bei den Leuten bedanken, die das in dieser schwierigen Phase bei mir zur Seite standen. Zu anderen, einen will das Neri Hyuga. Sie ist eine Speedpainterin hier auf YouTube. Sie macht sehr interessante Zeichnungen, die eigentlich ziemlich detailgetreu sind. Ihre Pokémon-Zeichnungen sind auch ziemlich realistisch, wenn man das mal auf Pokémon bezeichnen darf. Und sie hat ein echt großes Talent. Vielen Dank an dich, dass du halt immer auf Skype mit mir geskypt hast und da kommt jetzt auf einmal die Katze meiner Schwester angetrabt. Das ist doch nicht einmal mit Profis arbeiten, ich sag's doch. Danke, dass du mich unterstützt hast in der Zeit, wo ich halt wirklich Hilfe brauchte. Dann an The Bayern Key, der sich bei mir direkt nachdem ich das Video hochgeladen habe, gemeldet hat, sein herzliches Beileid ausgedrückt hat und mir halt sogar dann geholfen hat, doch mal wieder auf andere Gedanken zu kommen ein bisschen. Ich danke dir vielmals. Da möchte ich mich auch noch bedanken bei JC666, der es ertragen hat, dass ich ihn mit diesem Thema mehr oder weniger vollgeheult habe, sage ich jetzt mal. Und der mir halt immer geholfen hat, nicht den Boden und die Füße zu verlieren. Vielen Dank an dich. Und an Lord Abaddon, den ich halt dieses Thema auch mehr oder weniger aufgedrängt habe, der aber mir zugehört hat, alles durchgelesen hat und der mir am Ende auch einen guten, hilfreichen Tipp gab. Ich danke euch, meine Lordschaft. So, und mich und auch mich bei euch zu bedanken und an die ganzen Leuten, die dann an meiner Seite standen, möchte ich euch meine Videospielsammlung zeigen. Es sind nicht leider alle, die ich besitze, ein paar hatte ich noch woanders. Die werde ich wahrscheinlich dann irgendwann als Zusatzvideo nochmal hinzufügen. Und nun werde ich dann mit der Macht der Finsternis dieses Video einleiten. So, und da sind wir schon im Bereich für meine Videospielsammlung. Anfangen tun wir mal mit der PlayStation 2, einer meiner Lieblingskonsolen. Da hätten wir einmal zu einem Kingdom Hearts 1 und Kingdom Hearts 2, Final Fantasy 10, 2, Clone Wars 2, Orphans, Scion of Sorcery, eine sehr große Rarität. Ich weiß auch, eines der ersten PlayStation 2 Spiele ist, die überhaupt in Deutschland rausgekommen sind. Dann noch Grandia 2 und One Piece Round the Land. Ein One Piece Jump'n'Run, was eigentlich ziemlich lustig ist. Und Demon Chaos. Ja, das ist eigentlich so ein Spiel, du rennst über eine große Ebene und schlachtest alles kaputt, was dir in den Weg kommt. Dann hätten wir auch noch dabei... Ja, komm. Dann hätten wir hier noch Seite Nummer 2 mit Shin Megami Tensei. Dann haben wir hier Seite Nummer 2 mit Shin Megami Tensei Persona 3 und Digital Devil Saga Teil 1. Zudem haben wir auch noch Spider-Man Freund oder Feind und The Sword of Etheria. Dann ist die Tactics und Jade Cocoon 2. Monster Lab, ein ziemlich komisches Spiel. Und Dynasty Warriors 4. Nicht Empire, wie es da drunter steht. Dabei handelt es wirklich um die Originalversion von Dynasty Warriors 4. Ja, ich habe nur eine Empires-Hülle. Das ist alles.
Dann haben wir hier noch meine Dot-Hack-Sammlung. Infection, Mutation, Outbreak und Quarantine. Wobei ich sagen muss, bisher habe ich nur Infection durchgespielt. Mutation muss, habe ich gerade so angefangen, aber irgendwie fehlt gerade dafür die Laune. Dann Shadowhearts from the New World. Dann natürlich auch die beiden Spiele, die ich auch noch Let's Played habe. Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, Ugis Rache und Mega Man X Command Mission. An die Spiele könnt ihr euch wahrscheinlich noch dran erinnern. So, dann gehen wir über zu meiner Xbox 360 Sammlung. Da haben wir einmal Soul Calibur 4, wo ich sagen muss, dass das der beschissenste Teil der gesamten Soul Calibur Reihe ist. Soul Calibur 5 haben wir leider noch nicht. Dann haben wir noch hier die Popcats Hits Volume 2 mit den Spielen Plants vs. Zombies, Zuma, Heavy Weapon und Feeding Frenzy 2. Dann haben wir noch Marvel Ultimate Aliens 2, der zweite Teil der Ultimate Aliens Reihe, wo man halt die ganzen Marvel-Helden spielen kann. Und natürlich Dante's Inferno, die hundertprozentige Uncut-Version. Darksiders, Samurai Dynasty Warriors, Orochi 2, ist wie Dynasty Warriors aufgebaut, nur halt mit den kleinen Zusatz, dass es da halt auch noch Mythologiewesen gibt. Dann noch ein Jump'n'Run-Spiel, Wall-E. Ich finde den Film richtig süß. Leider war das Spiel nicht so toll. Und dann natürlich doch Brutal Legend. Das ist voll geil, das Spiel. Leider ist der Story-Modus viel zu kurz. Dann habe ich hier noch Overlord Teil 1. Ein ziemlich cooles Spiel eigentlich. Einmal mal kurz so ein bisschen Herrscher spielen. Und das hat voll Fun gemacht. Dann Star Ocean The Last Hope. Eins der Spiele, die ich eigentlich noch nicht mal wirklich angezockt habe. Die ist also sozusagen noch jungfräulich. Ist für meines Wissens nach ist der neueste Teil der Star Ocean Reihe, aber spielt die Vorgeschichte der Star Ocean da. Also wie es halt angefangen hat. Dann Blue Dragon, ein Spiel von Akira Toriyama mitproduziert. Teilweise basierend auf den Anime. Allerdings kann man sagen, Anime und Spiel sind zwei unterschiedliche Sachen. Und Tales of Vesperia. Ein einziges Tales-Spiel, was mir aber sehr viel Spaß gemacht hat. Yuri Lovell ist echt geiler Char. Dann, das kann man leider nicht so gut den Namen erkennen, Majin in the Forsaken Kingdom. Ein sehr interessantes Game, wie ich finde. Man ist so eine kleine Figur, steuert unter anderem auch einen richtig großen Koloss und muss gegen die Mächte der Dunkelheit kämpfen. Immer die arme Dunkelheit, geht immer vor auf die Fresse. Und Eternal Sonata, das Spiel mit der lächerlichsten Todesszene, die ich je gesehen habe. Und das will was heißen. Dann gehe ich schon mal eben rüber zu meiner recht kleinen PlayStation 1 Sammlung, bestehend aus Breath of Fire 3, 4 und Final Fantasy 9. Ein paar Spiele habe ich zwar eigentlich noch mehr, aber naja, die sind gerade, wie gesagt, woanders. Ich werde, wie gesagt, mal den Rest dann irgendwann mal editiert hochladen. Dann gehen wir hier jetzt nochmal zu meinem Nintendo DS rüber, mit Lock's Quest, ein ziemlich lustiges Spiel eigentlich. Yu-Gi-Oh! GX Spirit Caller, was nach ziemlich kurzer Zeit leider langweilig geworden ist. Dann Magical Star Sign, ist ein lustiges Spiel, wo ich gerade so kurz beim Ende, so ziemlich am Ende bin. Wo aber die Serie aber an sich, naja, das Ende ist ziemlich scheiße, sag ich mal. Dann habe ich eben noch, ebenfalls noch, Mega Man Star Force Leo für den Nintendo DS und Mega Man Star Force 2 Zerkosaurian. Bei Leo bin ich noch nicht durch, bei Sorin schon. Das ist lustig. Ich habe ein Spiel gespielt, erst Teil 2, dann Teil 1. Echt geil, ne? Und dann für den DS Harvest Moon. Mein Inselparadies. Naja, war ich nicht so begeistert von, ehrlich gesagt. Dann habe ich hier noch Mario und Luigi, Partners in Time und Abenteuer Bowser. Dann noch Dragon Quest Monsters Joker Teil 1, Teil 2 habe ich in der Kaserne. Und Kingdom Hearts, das Spiel für den DS, dessen Namen ich jetzt nicht gerade sagen kann, 358/2 Tage. Das ist ein Spiel halt. Und dann noch habe ich hier repräsentieren für meine ganzen Pokémon-Editionen die schwarze Edition dort liegen. Ich habe allerdings noch die weiße Edition, Heart Gold, Soul Silver und Diamant und Perl. So. Das war dann jetzt soweit meine Spielsammlung. Wie gesagt, die Spiele, die mir noch fehlen, werde ich dann halt wahrscheinlich noch in einem anderen Video irgendwann nochmal hochladen. Und ich, wie gesagt, ich bedanke mich bei allen Leuten, die mir treu geblieben sind und mich unterstützt haben in dieser Zeit. Zu gut möchte ich nur noch sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!
gekommen sind, bei mir geblieben seid. Übrigens, der Kuhstall ist offen. Das lasse ich auch drin, ja? Ja, meine Kamerafrau. Sag mal hallo. Hallo. Übrigens, meine Schwester. So weiter. Das gibt echt einen Cut-Cut, wenn es so weitergeht. Nee, es gibt einen Klingel-Cut. Cool. Ist doch nicht wahr hier, ey. Berichte lief einmal mit Professor Wanner und arbeiten. Das ist doch nicht eine Möglichkeit. Das wird aber nicht eins auf. Das wird aber nicht eins im Video drin. Wie? Hallöchen. Ich bin Neri Hyuga, die die ganze Zeit sich um mich gekümmert hat und ja, das war meine Katze, beziehungsweise die Katze meiner Schwester. Ja, jeweils. So, nach dieser kleinen Unterbrechung, Betonung auf klein, und mit der Macht der Dunkelheit werde ich nun dies einläuten, die ich nun das Bild verdunkeln werde. Das ist dein Einsatz, du. Ja, deiner! Was? Ja. Hand vor der Kamera! Oh, so, damit nicht dunkel wird. Ich mach's selbst. Wenn sie komplett ist, aber zu größtenteils. Und das werde ich nun einleiten mit der Macht der Finsternis. Sehr schön. So geht's doch.